Mit Gefiepel geht's weiter bei Let's Play The Legend of Zelda. Oh ne. Oracle of Seasons. Den Sprung schaffe ich auf jeden Fall nicht. Da könnt ihr mir erzählen, ich hab's den doch geschafft. Yay! Das ist ein super Trampolin. Das heißt, es katapultiert uns auch mal zwei Stockwerke nach oben. Hier runter fahren zu lassen. Blob. Geil. Wir können noch gar nichts machen. Au. Das war's. Einfach mal fallen lassen. Batz. Und hopfen wir einfach mit einem normalen Trampolin. So geht's auch. Aber ich hab immer noch keinen Schlüssel. Nachdem wir hier auch vergeblich nach einem Schlüssel gefragt haben. Ich hätte doch mal da drüben speichern wollen. Warte, Sprung mal wieder. Selbstzeit. Ach, zopp. Bloß nicht zu weit springen. Gibt's einen Schlüssel? Das war nur da drüben. Vollkommen verkehrt hoch. So, bevor ich hier mal von denen einen auf den Platz kriege. Das sieht ja auch so lustig aus. Und wir erhalten den Schatz des Tempels. Du erhältst den Greifenmantel. Halte den Knopf gedrückt, um besonders weit zu springen. Mit diesem Mantel können wir weiter springen als vorher. Und ja. Im Grunde genommen ist das einer der besten Items, wie ich finde, im gesamten Spiel. Weil mit dem kann man wirklich mindestens drei Felder springen. Und mit dem Pegasus-Kern kann man sogar noch weiter. Ich glaube, fünf oder sechs Felder sogar fliegen. Wir kennen ja noch eine Stelle, wo wir den ganz gut gebrauchen können. Na, gerade dran gesprungen. Schau, Fledermäuse besiegt. Nein! So, auf. Herz. Oder nicht. Ich glaube, ich werde blöd. Ich glaube, ich werde tatsächlich nochmal blöd. Die Dinger liebe ich ja auch für die. Wie alles andere.
gibt es hier irgendwas unterirdisch. Bevor ich hier abkratze. Natürlich können wir auch mit dem Greifenmantel genauso wie dem normalen der Greifenfeder auch natürlich problemlos problemlos springen. Jetzt habe ich das vorher drauf. So. Gesuchten Schlüssel, yay! Ich sehe es schon. Jo, gleich der erste. Ist es. Gleich der erste Gesuchte. Ist richtig. Der Sachen, die ich unbedingt zeige. Ja, eine Fee! Eine Fee! Wenn sie uns nehmen, gerade 7 Herzen oder 6, eher gesagt. Es ist mir egal, eine Fee! So, den Greifenmantel brauchen wir natürlich gleich wieder. Der ist ganz, ganz wichtig. Au. Ich glaube, einige dieser Platten bleiben sogar erhalten. Sehr schön. Wunderschön. Hier müsste man, glaube ich, die Dinger mit den Bomben zuschmeißen. Wenn man dann treffen sollte. So, da kann man auch noch nicht so gut hin. Das ist natürlich ein einfacheres Spielbrett. So, da kann man noch nehmen. Normalerweise sollte man das eigentlich mit dem Pegasus-Kern machen. Ich dachte mal, ich mach das schon mal. So. Wir kennen die beiden Gäste ja schon. Wir treffen uns erneut. Du wirst unseren Bann brechen oder zerbricht der dich? Die Zeit wird es zeigen. Ja, die Zeit wird es tatsächlich zeigen. Aber ich würde in diesem Moment höchstwahrscheinlich schon. Ah, ja, stimmt. Hier muss man aufpassen. Mindestens eine Fackel muss anbauen. Ah, das darf nicht. Also, die grüßen hier mal aber eigentlich die Fackel. Nein, das darf nicht sein. Ich würde zurückkommen und dich einsuchen. Das kann jetzt wirklich ein bisschen schnell. Egal. Dank, Dings. Oh, das ist auch so eine sehr, sehr geniale Sache. Hier bekommt man nämlich so. Ich meine. Nee, hier müsste man eigentlich nicht.
durch und dann den Endboss reinzukommen und in den Raum weiterhin und egal.